So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ach, so ist es besser. Ja, ich habe eine neue Facecam. Jetzt sieht man natürlich noch mehr, dass ich mittlerweile hier komplett unrasiert bin. Man sieht auch meine Falten. Was für eine tolle Kamera. Perfekt. Läuft bei mir. Aber ist ja wurscht. Na? Sieht man halt, dass ich schon irgendwas um die 30 bin. Macht ja nichts. Na? So, was machen wir heute am Kanal? Natürlich, wir schauen mal rein in die Energien rund um dich. Heute ist wieder dein Tag, das ist deine Energie, das ist das, was du schauen darfst, wo es dir gut geht, wo es lang geht, welche Energien umgeben dich da natürlich auch in Bezug auf die Liebe, ist ja logisch. Ne? Du bist vielleicht gerade in einem Herzensmensch-Prozess drin und weißt nicht so genau, ja, wie geht's denn da jetzt weiter. Es ist halt auch immer irgendwie. Ich habe da gestern Gedanken darüber gemacht. Die Liebe ist ja eigentlich etwas Schönes. Na, die Liebe, das ist ein Gefühl, das ist eine Emotion, das sind Hormone, da wird was ausgeschüttet, der Körper freut sich. Aber wenn es dann irgendwie von draußen, ja, so ist, dass man weiß, wäre schon schön, geht aber irgendwie nichts vorwärts, oder der ist total komisch. Kommt er auf mich zu, ist er wieder weg, ich werde nicht so richtig schlau aus der Sache, dann mischt sich dieses schöne Gefühl eigentlich so ein bisschen mit dem einfach. Na? Also das ist sowas, wo man dann schon seine Klarheit braucht. Na? Seine Klarheit in Bezug auf das Thema, wird es jetzt was oder wird es jetzt nichts? Ja, weil dir soll es gut gehen. Das ist ja immer mein Ansinnen, auch in meinen persönlichen Readings, die ich da für euch mache oder wenn du eins von mir möchtest, dass es dir gut geht, zu schauen, wo steckst du gerade drin, mit wem hast du es da zu tun, wie benimmt er sich, was für Energien umgeben den, was ist bei euch beiden zu sehen, was kann der Weg sein, dass das funktioniert, welche Tricks und ja, Maschen könntest du vielleicht noch anwenden, dass er da mal aufwacht. Das sind alles so Dinge, die schaue ich mir in einem persönlichen Reading an. Oder man sieht eben, ja, das wird vielleicht auch gar nichts mehr. Und dann ist es auch nicht dein Weg. Du darfst immer niemals vergessen im Leben, du bist hier auf der Welt, um es dir leicht zu machen. Ist einfach so. Ne? Dieses, ich muss kämpfen und ich muss was schaffen und da muss ich jetzt durch, ist alles Quatsch. Du bist hier auf der Welt, um einen leichten Weg zu gehen. Du bist hier, um es dir leicht zu machen, um deine Leichtigkeit zu haben, um Freude zu haben, um Spaß zu haben, um schöne Momente zu haben, dein Leben zu genießen. Du musst nicht kämpfen und du musst es dir auch nicht schwer machen. Und du musst es dir schon gleich gar nicht in der Liebe schwer machen lassen. Weil wenn da einer ist, der nicht merkt und nicht wertschätzt, was du für ein toller Mensch bist. Und das kann ich dir sagen, dass du ein toller Mensch bist, allein deshalb, weil du ja schon dieses Video anschaust. Du bist ein gefühlvoller Mensch, bist vielleicht auch ein spiritueller Mensch, du hast sehr, sehr viel zu geben. Du bist in der Partnerschaft bestimmt, ja, eine ganz, ganz tolle Person. Und wenn das jemand anders nicht zu schätzen weiß, dann hat er dich auch schlichtweg nicht verdient. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo er sich dann denkt, ja, das wäre jetzt eigentlich schon ganz schön gewesen, aber irgendwie habe ich es komplett versaut. Ja, und wenn er dann zu dir zurückkommt und du hast einen wundervollen Partner an deiner Seite, dann hat er einfach Pech gehabt. Na, oder du bist Single, dann kannst du es dir überlegen, ob du diese Partnerschaft eingehst. Aber streng dich nicht an. Leide nicht, hab kein Kopfkino, kein Herzschmerz, das ist alles, was mit Liebe nichts zu tun hat. Na? Also immer mal schön auf die Aufmerksamkeit schauen und auch immer mal wieder die Dinge von oben betrachten. Betrachte dich gern mal selber von oben und schau dich an und sag, ja, wie bin ich denn in dieser Situation da eigentlich gerade? Erkenne ich mich da überhaupt wieder? Kennst du dich nicht selber als einen Menschen, der seinen Spaß im Leben hat, der sagt, ja, ich will feiern, ich will fröhlich sein, ich will Leichtigkeit haben, ich will aus ganzem Herzen lachen, bis mir der Bauch wehtut, ja, ich will mein Leben genießen. Aber so wie ich mich da jetzt gerade wahrnehme in Bezug auf diesen Menschen und die Partnerschaft, die ich da möchte, so kenne ich mich vielleicht auch gar nicht. Na? Also auch immer mal von oben und sich selber reflektieren und ja, auch du darfst dich mal zurückziehen, weil ganz oft ist es so,
In meinen persönlichen Readings, wenn ich an der Energie dran war von deinem Wunschpartner, ist es auch schon ganz, ganz oft passiert, dass er sich dann gemeldet hat. Das ist aber gar nichts Ungewöhnliches. Ja, wenn ich da an der Energie rumpopel und Informationen möchte in Bezug auf dich, kann das gut und gerne sein, dass er irgendwie auch mal auf den Gedanken kommt, oh, ja, da ist ja noch jemand, vielleicht sollte ich mich da mal melden. Ist also auch schon ganz, ganz oft passiert, dass dann eine WhatsApp kam, der hat sich auf einmal gemeldet, ist nichts Ungewöhnliches. Aber trotz alledem darfst du letzten Endes selbst entscheiden und sagen, tut der mir gut, oder tut er mir nicht gut, weil ich merke einfach, in mir ist eine Schwere da, da ist wie ein Stein in der Brust, mein Magen verknotet sich, ich habe keine guten Gedanken, ich leide, ich habe Kopfkino, dann ist es nichts. Ja, dann kann der weg, ja, weg, 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 husch, husch, schwör ab. Ne? Also nicht vergessen. Wir wollen jetzt natürlich auch mal schauen, wer hat denn hier irgendwas gewonnen? Ich zeige dir mein Säckchen. So, was gibt es denn heute zu gewinnen? Ja, die guten Frozen Flowers Duftkerzen. Dann haben wir natürlich hier wieder natürlich auch diese Duftkegel, wo man dann schön ja, weihnachtliche Stimmung machen kann, Räucherstäbchen anzünden kann und. Natürlich auch mit Schokolade und Zuckerstange, ist ja logisch. Wir schauen mal, wer gewinnt denn da heute. Da haben wir schon jemanden. Ach, das ist dieser mysteriöse Name. Also, ich sage mal so. M.H. Wer bist du? Bist du ein Sie oder bist du ein Er? Bist du vielleicht ein S? Also melde dich gerne bei mir. Ich bin schon sehr gespannt. Brauche natürlich auch deine Adresse, damit ich dir mein Säckchen schicken kann und dass du dann bald eine wundervoll duftende Wohnung zu Hause hast. So, apropos Duft, was gibt es heute zu gewinnen? Wenn du heute gewinnen willst, musst du eigentlich nichts machen, sondern du musst einfach nur hier einen netten Kommentar hinterlassen, musst das Video den Daumen rauf geben, Kanal abonnieren und fertig. Dann bist du schon morgen in der Müsli-Schüssel drin und kannst die große Duftparty gewinnen. So, wir haben hier von Shining Moments ein Partylight. Lecker, lecker, duftet auch sehr gut. Ich rieche es ja bis hierher schon und natürlich auch die Shiny Moments Duftstäbchen. Also, wenn du das gewinnen möchtest, lasse ich dir das natürlich gerne zukommen. Wenn du in meine Müsli-Schüssel möchtest, dann ja, hinterlass einen vorzugsweise netten Kommentar hier und ja, dann kann es schon sein, dass du morgen die oder der glückliche Gewinner oder Gewinnerin bist. Ja, ich freue mich drauf. Ich macht mir ja immer Spaß, was zu verlosen. Aktuell gilt natürlich auch noch meine Spendenaktion. Die geht jetzt neuerdings Richtung Tierheim. Die Spendenaktion bei der Carina, bei Angel und Soul Readings, die ist ja mit am Start. Wir machen ja hier gemeinsame Sache wieder. Läuft noch die schöne Spendenaktion fürs SOS Kinderdorf. In meiner Alterssenilheit habe da wieder irgendwas falsch verstanden. Eigentlich wollten wir ja die Beträge zusammentun und dann überweisen. Ich habe es jetzt einfach hier zusammen und überwiesen, weil ich dachte, Carina macht es dann auch so. Ja, ich werde halt auch langsam alt und senil. Es tut mir furchtbar leid, aber natürlich läuft diese Spendenaktion bei Angel und Soul Readings bei der Carina auch noch weiter. Also wer gerne auch Kindern etwas Gutes tun will, rübergehen zum Kanal. Spendenaktion läuft dort auf jeden Fall noch. Diese beiden Kanäle, Angel und Soul Readings und Angel Readings, sind eigentlich auf YouTube, soweit ich das kenne, die einzigen beiden Kanäle, wo es eine echte Freundschaft gibt. Ja, wir lassen nichts aufeinander kommen, wir halten zusammen, wir gönnen uns beide alles von Herzen. Also von daher liegt mir auch dieser Kanal sehr am Herzen und natürlich auch diese schöne Spendenaktion, wo die Karina gesagt hat, okay, ich mache mit, ich bin dabei. Okay, Patrick, wie bescheuert bist du denn? Jetzt hast du es schon selber überwiesen. Ich dachte, wir legen es zusammen. Ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, ich werde halt einfach irgendwie alt. Aber ja, mea culpa, sorry, meine Schuld. Wie gesagt, die Spendenaktion läuft auf jeden Fall noch am anderen Kanal. Wenn du sagst, ich möchte für ein Geschenkpäckchen, für ein Waisenkind oder sowas was spenden, gerne hier mit dem Super Thanks Button.
spendest du für das örtliche Tierheim. Da werden wir dann ein Video machen, wie ich dann die Spende dort abliefere. Ich habe dem Tierheim schon geschrieben, was sie sonst so brauchen. Dann gehe ich damit zum Fressnapf. Die sollen das alles fertig machen. Dann liefern wir das aus und ich liefere das im Namen meiner lieben Angel Readings Community natürlich aus. Wenn du ein, 2 € übrig hast, geh unten auf den Super Thanks Button, gib ein, 2 € dazu und dann spenden wir fürs Tierheim. Ich selber habe ja auch schon wieder 155 € als Startbetrag reingegeben in den Spendentopf. Von daher, ja, auf geht's, lasst die Finger glühen, hier und am anderen Kanal natürlich auch. Ich freue mich. So, lange genug gelabert, aber es ist Vorweihnachtszeit. Ich nehme mir Zeit und ich erzähle auch schön gerne mal etwas länger momentan. Na, du darfst nicht ungeduldig sein in der Vorweihnachtszeit. So, wir brauchen natürlich Karten. Wir brauchen natürlich jetzt dich, weil um dich geht's ja. Wir wollen schauen, was ist denn jetzt gerade so, ja, in der Vorweihnachtswoche wichtig für dich? Welchen Weg darfst du gehen? Welche Energien sind denn da so? Ich müsste mich wirklich mal dringendst rasieren, wenn ich mich so anschaue. Aber gut, so ist es halt. Ne? Wer hat denn nur den Bartwuchs erfunden? Also, du liegst jetzt da. Ja, hast dir es bequem gemacht. Wir wollen mal bei dir reinschauen. Was dürfen wir hier empfangen? Was dürfen wir hier wahrnehmen? Wir wollen hier oben mal eine Aussage haben, eine allgemeine Aussage. Dann wollen wir natürlich hier schauen, ja, was ist gut für dich, ja, gedanklich, mindsetmäßig, so was kannst du schauen, wo du hindenkst, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenken kannst. Gefühlsmäßig, was sehen wir da? Da unten natürlich noch Hinweise, Impulse und Tendenzen. Na, da schauen wir auf jeden Fall mal drauf und wollen mal gucken, was kannst du dir denn Gutes tun, auch hinsichtlich ja, deines Liebeskummers, den du da vielleicht so ein bisschen auch mit dir herumträgst. Na, also, das ist jetzt nur für dich. Ja, wenn wir noch eine Karte kriegen könnten, da ist sie auch schon. Wir wollen schauen, wie geht's denn da so los? Aha, ja, schau mal, da haben wir jetzt schon die 7 Kelche. Bei den 7 Kelchen, das ist für mich so, eigentlich ist das eine Karte für Schwärmereien und Illusionen. Ne? Da will einer alles, kriegt aber nichts. Aber für mich ist diese Karte etwas Besonderes, genau, gerade wenn es jetzt um dich ganz persönlich geht. Du darfst auch Erwartungen haben, wenn es dir gerade nicht gut geht und du bist in einem Loch und sagst, oh, irgendwie jetzt auch noch die Weihnachtszeit und ich sehe lauter verliebte Paare und ich weiß nicht, wo es mit mir lang geht. Stopp! Lenke deine Aufmerksamkeit auf das, was du möchtest und fang an zu manifestieren in deinem Kopf, was du denn gerne in deinem Leben haben möchtest. Und dem sind keine Grenzen gesetzt. Du darfst jetzt auch schöne Dinge in deinem Leben erwarten und du darfst auch deine Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken, was du dir erhoffst und erwünschst. Denn die Energie, die du hast, die folgt immer der Aufmerksamkeit. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auf all die tollen Dinge lenkst, die du möchtest, die dir Spaß machen, die dich weiterbringen, die dich wohlfühlen lassen, dann wird das auch in dein Leben kommen. Also diese nächste Woche ist jetzt schon mal geprägt von dem Thema. Du darfst anfangen zu manifestieren in deinem Kopf, was würde dir gut tun. Und du wirst ganz schnell merken, dass deine Energie folgt. Die folgt auf jeden Fall deiner Aufmerksamkeit. Das ist immer so, ja, dass wenn du deine Aufmerksamkeit auf alles Mögliche, was dir einfällt, lenkst, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet, was dich weiterbringt, dann wird auch deine Energie folgen. Also wir haben jetzt mal hier schon mal ein sehr, sehr schönes Thema für die nächste Woche, wo ich dir für dich ganz alleine nur sagen kann, du hast es nicht verdient, dass es dir schlecht geht. Du hast es nicht verdient, dass du Liebeskummer hast. Du hast es nicht verdient, dass du Kopfkino und Gedankenkreisen hast wegen einem anderen Menschen. Lass nicht zu, dass es dir wegen jemandem anderen nicht gut geht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das darf niemals passieren. Du musst bei dir sein, bei dir bleiben. Es muss so sein, dass du niemanden im Leben brauchst, damit es dir gut geht, weil wenn du es in dir selbst erschaffst und kreierst mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Energie, ja, dann brauchst du auch niemanden. Und dann kommst du auch in den Zustand,
Wer bei mir sein möchte, schön, sofern ich das will. Wer nicht bei mir sein möchte oder wer nicht weiß, ob er bei mir sein möchte, ja, dann soll der doch einfach gehen. Braucht kein Mensch. Ja, in diesem Zustand wollen wir. Und da habe ich jetzt auch schon gleich für dich einen Gruß aus der geistigen Welt. Ja, also da passt schon die Feder, die geistige Welt. Das ist auch so ein bisschen eine Leichtigkeit, die bei dir einziehen darf. Weil wenn du es dir schwer machst, auch in Bezug auf deinen Wunschpartner, dann kannst du nicht in die Leichtigkeit kommen. Das geht gar nicht. Wenn ich es mir schwer mache, kann ich keine Leichtigkeit haben. Deswegen muss ich mir anschauen, was macht es mir schwer, wer macht es mir schwer. Meistens machst du es dir ja selber schwer, indem du nicht sagst, okay, du Typ, machst mir das Leben schwer. Dann kannst du bitte mal ganz schnell aus meinem Umfeld verschwinden, weil ich brauche dich nicht. Wenn du es mir schwer machst, dann kann ich dich in meinem Leben leider nicht gebrauchen. Das tut mir furchtbar leid. Ich schaue auf mich, ich schaue, dass es mir gut geht. Und wenn du mit deiner Energie an mir dran bist und mir Hoffnungen machst und nicht da bist oder mich in ein Loch stürzt, dann geh bitte so schnell es denn dann irgendwie geht aus meinem Leben raus. Ich brauche dich nicht, das braucht kein Mensch. Na, also das ist das Thema. Leichtigkeit. Die Botschaft der geistigen Welt ist jetzt hier auch direkt noch dazugefallen mit der Feder. Das ist ja wunderbar. Wir schauen weiter. Was kriegen wir noch? Das Streben nach Klarheit ist auch eines der Urbedürfnisse eines Menschen. Es gibt nichts Blöderes oder nichts Bekloppteres, wie wenn du irgendwo in der Unklarheit bist. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Wenn du nicht weißt, was der will. Oder ob er nichts will. Oder ob er jetzt mal kommt oder nicht kommt. Diese Unklarheit. Die darfst du dir auch mal anschauen. Wo ist denn hier deine Unklarheit? Ist es jetzt in der Liebe? Ist da ein Mensch um dich herum, wo du sagst, ja, da kann ich mir mehr vorstellen. Da will ich eine Partnerschaft haben und das wird nichts. Warum will ich denn da überhaupt diese Partnerschaft? Will ich diese Partnerschaft nur, weil ich diesen Menschen gerade jetzt nicht bekommen kann? Verursacht er mir Fragezeichen und ich will unbedingt wissen, warum ich diesen Menschen jetzt nicht haben kann. Macht es das aus, warum er so interessant für mich ist? Das ist ganz, ganz oft der Fall, dass du da dein Ego befriedigen möchtest, dass du auch das mal anschauen und dir wirklich mal Klarheit darüber verschaffen möchtest oder solltest. Warum fixiere ich mich so krass auf einen Menschen, von dem ich weiß, dass er mir nicht gut tut im Augenblick? Warum ist das so? Was habe ich in mir drin anzuschauen? Möchte ich jetzt wirklich kleinen Egon oben befriedigen, dass wenn er dann da wäre, dass du sagst, ja, Moment mal, ich will ja gar nichts von dir? Oder was ist es, was dich da so in die Anziehung bringt? Na? Also da musst du mal hier auch das Streben nach Klarheit anschauen. Du darfst jetzt in der nächsten Woche auch mal immer wieder gucken, was möchte ich? Wo will ich hin? Wo geht es mir gut? Was ist mein Weg? Was möchte ich haben? Wo geht es für mich lang? Das ist so das Thema. Geistige Welt lässt grüßen. Servus. Ja, verschaff dir mal darüber Klarheit, was du eigentlich willst. Na? Weil dieses Sprichwort, man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht, das trifft da schon ganz gut zu, weil du bist ja manchmal dann so drin in diesem Tunnel zu diesem Menschen, dass du völlig den Rundumblick verloren hast und eigentlich von oben betrachtet sehen müsstest, hä, okay, also eigentlich bin ich da gar nicht mir selbst, ich selbst, mir geht es gar nicht gut. Ich muss jetzt mal versuchen, so ein bisschen für mich runterzufahren, mir Klarheit zu verschaffen. Weil wenn man da nochmal reinschaut, ja, was du anschauen darfst, vielleicht fühlst du dich auch jetzt hier schon so ein bisschen angesprochen mit den Neun der Schwertern. Das ist die Karte fürs Grübeln, das ist die Karte fürs Kopfkino. Und genau das ist es, was du jetzt auch mal die nächsten Tage anschauen darfst. Grübeln ist in der Psychologie sogar eine Begrifflichkeit, das Grübeln. Das Grübeln ist das ständige Kreisen der Gedanken um Dinge, die du nicht ändern kannst. Das ist Grübeln. Der Kopf, der dreht sich immer wieder im Kreis, der dreht sich immer wieder rundherum um ein Thema und du kommst einfach nicht vorwärts. Und das gilt es jetzt für dich nächste Woche anzuschauen. Ich habe schon auf diese Karte gewartet, weil es halt gerade auch so ein bisschen die Weihnachtszeit mit sich bringt. Besinnlich sein, die Lieben sind da, mit dem Partner in
Partnersocken oder Partnerpyjama auf der Couch sitzen und Lebkuchen essen, das macht das Ganze ja nicht besser. So, und hier darfst du mal reinschauen, worum, um was dreht sich dann dein Gedankenkreisel immer wieder? Ist es jetzt der Wunschpartner? Sind es Dinge, die du nicht vorwärts bringen kannst? Dann entferne dich davon. Erkenne, was dein Kopf macht, ja, und schau mal, ja, und das ist jetzt auch eine sehr schöne Karte, die da dazu gekommen ist, dass du in die Heilung kommen kannst. Die Schlange ist in diesem Kartendeck immer erstmal die Heilung. Das heißt, in Bezug auf ja, deine Gedanken in die Heilung kommen. Und da habe ich es dir ja auch gerade schon gesagt. Deine Aufmerksamkeit, wenn du da nicht mal immer wieder reinschaust, ist an diesem Thema dran. Deine Aufmerksamkeit dreht sich jetzt um den Wunschpartner oder um den Ex oder um sonstiges. Ja, und da ist die Aufmerksamkeit drauf und auch deine Energie. Piu, tu, tu, die geht da hin, die geht da rein, die ist dann verschwunden und verpufft. Und da darfst du mal schauen, lenke deine Aufmerksamkeit jetzt mal weg und geh für dich im Kopf in die Heilung rein und stell dir mal alles vor deinem Auge vor, was du gerne hättest. Ja, wo du hin willst, was du dir vorstellst, was du erwartest. Ja, jetzt nicht, dass er auf dich zukommt oder plötzlich ein anderer Mensch ist. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine vielleicht eine Partnerschaft, wo du sagst, ja, da ist ein Mensch, der tut alles für mich. Ich tue alles für ihn. Wir sind eine Einheit. Wir sind füreinander da. Diesen Zustand der Liebe feiern können, fühlen können. Das so dir vorstellen und dir wünschen und da mal schauen, wo will ich eigentlich hin? Eigentlich, wenn man es recht überlegt, möchte ich ja vielleicht sogar von diesem Wunschpartner-Thema, was ich gerade mit meinem Wunschpartner habe, wegkommen. Ich möchte, dass es mir gut geht, möchte, dass ich mich gut fühle. So, apropos gut fühle, ich habe jetzt noch ein paar Termine für Jahreslegungen frei. Also, wenn du eine Jahreslegung möchtest, ich habe mich jetzt so eingetaktet, dass ich die Jahreslegungen für die schon ein Reading hatten, jetzt gut eingetaktet habe und ich habe auch hier, kann ich es anbieten, noch einige Termine frei. Also, wenn du auch eine meiner berühmten Jahreslegungen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Solange der Vorrat reicht, sage ich mal, dass wir für dich auch mal ins nächste Jahr schauen. Was umgibt dich denn das so? Weil das ist auch gerade so ein bisschen das Thema hier. Schauen, was darf ich denn im nächsten Jahr alles eigentlich wahrnehmen? Was steht mir zur Verfügung? Was ist mein Weg? Was ist mein großes Thema? Wie geht es in der Liebe weiter? Was wartet denn da Schönes auf mich? Also, wenn du da Interesse hast, generell melde dich gern. Meine Nummer ist ja in der Infobox. Und es geht hier auch, ja, es geht um dein Leben. Der Baum ist da gefallen, die Karte des Lebens, der Bindung und des Wachstums. Also, du darfst jetzt wirklich mal schauen, okay, wo will ich eigentlich wirklich hin? Wo will ich hin, dass es mir gut geht? Ja, wahrscheinlich weg von ihm. Ich muss mal mein Kopfkino anschauen, worum geht es mir da, dass ich meine Aufmerksamkeit weglenke davon, dass das gehen darf, dass ich in die Heilung komme. Der Baum ist auch die Karte der Gesundheit und somit natürlich auch der psychischen, der mentalen Gesundheit. Wenn du im Kopf krank bist, dann, also ja, ich sage einfach mal krank, da wird auch der Körper krank. Wenn du grübelst, wenn du Kopfkino hast, wenn du so eine leichte Depri-Phase hast, dann zieht der Körper mit. Ja, dann bist du schlapp, dann bist du platt, dann hast du keine Energie, keinen Elan. Da wollen wir raus. Ja, also zweimal Karten für Gesundheit und Heilung in Bezug auf das, was dich momentan beschäftigt, wo die Karten hier schon sehr, sehr deutlich sagen, wende dich mal ab davon. Und geh mal einen neuen Weg, einen schönen Weg. Einen Weg, wo du sagst, ja, ich habe Freude im Leben, ich bin mutig, ja, weil da ist jetzt auch diese Karte gefallen, das sind die sieben Stäbe, da geht es auch ums Mutigsein. Und zu sagen, ich wende jetzt dem Thema, was mich beschäftigt und was mich fertig macht. Diesem Thema wende ich jetzt einfach den Rücken zu. Und dann denke ich nicht darüber nach, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich habe schon so lange gewartet. Oder wenn ich mich jetzt abwende, vielleicht hätte ich doch noch eine Woche warten sollen. Nein, sei jetzt mutig und geh mal für dich in die Heilung. Ja, und schau mal nach vorne. Ich meine, nicht umsonst hat ja hier
die geistige Welt einen schönen Gruß hinterlassen. Na, dann sagt sie ja, du, 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 du. Na, jetzt ist es aber mal Zeit für dich, nach vorne zu schauen, nicht zurück oder nicht auf andere oder den oder die, sondern auf dich schauen. Na? Hier, die Mäuse, genau, die stehen ja auch gerne mal für Schwund. Etwas darf gehen, etwas kann weg. Ne, die Mäuse knabbern Sachen weg und Themen, die an dir nagen, Themen, die dich beschäftigen, da gilt es jetzt mal in der Vorweihnachtswoche auf jeden Fall mal drum. Schau mal an, was nagt an dir, was beschäftigt dich, was macht dir Kummer, was macht dir Sorge. Und dann sei mutig und kannst dir vorstellen, wie das der jetzt diesen Stock nimmt und in die Mäuse reinhaut und sagt, so, weg mit euch. Ja, Themen, die dich beschäftigen, dürfen gehen. Gerade jetzt zum Jahresende darfst du vielleicht auch mal sagen, okay, ich nehme mir jetzt nichts vor fürs nächste Jahr, sondern ich nehme mir jetzt schon für den Jahresstart vor, dass ich mich oder dass ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf Themen richte, die mir nicht gut tun. Ich richte meine Aufmerksamkeit jetzt auf mich, dann geht auch meine Energie zu mir. Und dann fange ich auch mal an, mit meiner Energie sinnvolle Dinge zu tun, dass es mir in meinem Leben gut tut. Weil, ja, da ist ja auch noch der Schmetterling gefallen. Loslassen, hier, empfangen, ja, die Energie, die Leichtigkeit für dich empfangen, in dein Sein zu gehen, Körper, Geist, Seele, locker sein, flockig sein, rausgehen, Sachen erleben, Spaß haben, etwas unternehmen. Ja, das sind alles die Dinge, die ich hier absolut wahrnehmen kann für dich, dass du jetzt auch zum Jahresstart auf jeden Fall mal wieder ja, full of energy bist und sagst, okay, ich packe das Leben bei den Hörnern und ich hole mir meinen Spaß und ich hole mir auch mein Leben zurück und ich hole mir auch meine Freude zurück. Ich will nicht im Kopf ständig im Irgendwo sein, was mal war und was ich gerne hätte, was nicht passiert, sondern ich will jetzt da sein. Jetzt ist es. Jetzt zählt's. Na? So, da ist jetzt der König der Stäbe gefallen. Was ist denn der König der Stäbe? Der steht für Willenskraft, der steht für Leidenschaft, der steht für Kontrolle, der steht auch für das Gelassensein. Also das ist eigentlich ein Zustand, den diese Karte beschreibt, in den du jetzt gehen darfst. Ja? Du darfst die Kontrolle für dich behalten, du darfst die Kontrolle über deine Energie wieder haben, die ist bei dir, die ist an dir dran. Du entscheidest, wo gebe ich meine Energie am Tag hin, wo sie mir gut tut, wo was zurückkommt. Das ist der Wille auch zu sagen, okay, ich bin jetzt mutig und ich kehre dem ganzen Müll, der mich jetzt da belastet und beschäftigt, einfach mal den Rücken zu. Ich will Spaß haben, ich will gute Laune haben und Freude haben. Also darum darf es auf jeden Fall mal gehen. So, was haben wir noch? Ja, dazu gehört natürlich auch mal ein Kapitel zu schließen. Na, das geschlossene Buch, das heißt die Willenskraft, ein Kapitel zu schließen, was dich nervt, was dich beschäftigt. Ist gut. Das ist wie du rauchst und du weißt, wenn du rauchst, dass das nicht gut ist. Ne? Du trinkst und du weißt, wenn du trinkst, dass es nicht gut ist. So, warum hörst du nicht einfach auf damit? Weil es da am Willen fehlt. Und genauso ist es auch mit einem Thema, mit einem Menschen, Herzensmenschen, an dem du bist und eigentlich weißt, boah, der tut mir eigentlich überhaupt nicht gut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der sich um 180 Grad dreht und der beste Partner der Welt für mich ist, bis an mein Lebensende, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und diesen Willen zu haben und zu sagen, okay, jetzt ist Schluss. Mein Leben ist auch irgendwo, hat eine begrenzte Dauer. Jetzt ist für mich Schluss. Ich schließe das Kapitel. Ich habe hier den Willen, ich habe hier die Leidenschaft, ich habe auch die Macht und die Kontrolle über mich selber. Und zu sagen, zack, Buch zu, Kapitel zu Ende. Ich gehe jetzt mal meinen neuen Weg. Also schau dir jetzt in der Vorweihnachtszeit ruhig nochmal deine Themen an. Und sage, okay, ich schließe jetzt mal das ein oder andere Kapitel für meine Leichtigkeit und natürlich auch für mein Ankommen. Der Anker, das Ankommen im Leben, für sich selber auch anzukommen, das ist das große Thema. Die Störche, Umbruch, Wandlung, Leichtigkeit, positive Veränderung für dich. Und somit ist das ein sehr, sehr rundes Reading geworden. Ganz alleine nur für dich, wo du jetzt auch mal schauen kannst, okay, ja,
eigentlich hat er ja recht. Eigentlich mache ich mich hier irgendwie nur selbst kaputt und fertig. Es ist jetzt mal Zeit für dich. Und mit diesen schönen Worten wünsche ich dir natürlich jetzt von Herzen einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Zeit. Achte gut auf dich. Achte auf deine Aufmerksamkeit. Wo geht die hin? Lenk sie ins Gute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.